Bisag Kochibau, V-Zug und L-Bau präsentieren die Kochsendung Kuchler und wünschen den Guten. Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei Kuchler. Heute machen wir das Lieblingsgericht von meinen Kindern. Und zwar ein Erdäpfelsalat mit Backhändl. Backhändl, österreichisches Nationalgericht. Und ich zeige euch, wie man das macht. Und für das brauchen wir Folgendes. Ich habe mitgebracht ein paar Maisbouladenbrüste. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, ein bisschen Paniermehl, Schiragurken. Natürlich aus einem grossen Glas. Ein bisschen Moutarde de Mont, ein bisschen Meerrettich, Petersilie, Gurken, Schalotte, Schnittlauch, Peperoncini, ein bisschen Zitrone, Eiweiß, normaler Senf und Herdöpfel. Die Herdöpfel habe ich schon abgetan. Mit ein bisschen Kümmel. Die sind schon fertig gekocht, die können wir jetzt abgiessen. So. Dann tun wir die mit kaltem Wasser ein bisschen abschrecken. He? Dann geht es ganz einfach zum Schälen. Nicht zu lang. Der Herdöpfel sollte innen noch warm sein. Weil der Herdöpfel muss es nachher binden. Also heisst, er muss es nachher die Soße binden. Und das geht nur, wenn der Herdöpfel warm ist. He? Dann gehen wir rüber und ich zeige, wie wir unseren Sud parat machen für der Herdöpfelsalat. Also ich habe auf den Herd habe ich schon mal ein Bouillon angestellt. Dann kommt da drin ein bisschen Zwiebeln. Denkt dran, he? Zwiebeln bleiben im Salat. Das heisst, möglichst fein schneiden. Wir nehmen die Bouillon rein. Wir können auch Gemüsebouillon nehmen. Wir haben jetzt auch ein Kalbs- und Rindsbouillon. So, dann kommt da drin ein bisschen Senf. Ein Peperoncini. Peperoncini legen wir gerade so ganz rein. Drin rein. Dann nehmen wir ein bisschen mehr Rettich. Österreicher sagt Creme dazu. Ein bisschen Moutarde de Mont. Da in den Fond rein. Dann ein bisschen Essiggurkensaft. Und ein bisschen Essig. Und dann geht das auf den Herd. Ein bisschen von unserem Essig. Salz schon rein. Und ein Pfeffer. Dann lassen wir das schön kochen. In der Zeit, wo das kocht, habe ich schon meine Herdöpfel schälen. Ich will schauen, dass wir keine schwarze Stelle mehr haben. Die Herdöpfel. Ich habe jetzt also, also kleine Raclette-Herdöpfel genommen. Das ist eigentlich am schönsten, weil wir müssen sie nachher rädeln. Wir machen nachher Rädchen daraus und dann haben die eigentlich schon die optimale Form. So. Heiß sind schon. Und wenn ihr natürlich das gemacht habt, die Haie für den Ofen, dann lieben sie euch heiß. Ja? Sind wir total ein Star am Herd. Das kocht. Das stellen wir ein bisschen retto, sonst überkocht es mir da. So. Dann eine ganz, ganz, ganz dünne Rädchen schneiden. Ihr seht, also die Herdöpfel die riechen noch, die sind noch heiß. Das ist ganz wichtig. Da können wir nämlich nachher eine wunderschöne Bindung über. So.
So. Nehmen wir da unseren Fond. Die Peperoncini nehmen wir raus. Die hat ihren rassigen Geschmack abgegeben. Und dann legen wir den heißen Fond. Der hat Äpfelsalat. Schöne Zwiebeln drin. Richtig schön. Dass das richtig ein schlotziger Erdäpfelsalat wird. Dann Öl da. So. Jetzt lassen wir den schön ziehen. So. Wunderbar. Bevor wir jetzt zu den Backhändeln gehen, machen wir schnell unsere Garnitur schnell parat für den Erdäpfelsalat. Und zwar habe ich gerne ein bisschen Petersilie drin. Dann haben wir Schnittlauch und Gurke. So. Das alles da. Fangen wir an mit der Gurke. Gurke schälen. He? Wichtig, he? Gurke besteht 90% aus Wasser. Das meiste Wasser ist hier in dem Kerngehäuse rein. Das heisst, wir kratzen das aus. Dann tun wir das hier durch eine grobe Röstiraffel einfach so drüber hobeln. Ja, dann gibt es eine schöne Spö. Dann tun wir sie ganz leicht ansalzen, die Gurken. So, dann lassen wir sie da stehen. Petersilie. So, ein schönes Päckchen machen. Ganz fein oben abschneiden. Das können wir auch zu den Gurken rein tun. Schnittlauch. So. Auch da rein. Et voilà. So, das stellen wir jetzt zum Erdäpfelsalat über. Dann haben wir nicht mehr alles beieinander. Können wir das nachher nur noch mischen. Dann machen wir uns unsere Maisboulade. Und das Backhändel. Also, aus dem machen wir Backhändel. Original ist ja ein Backhändel aus den Schenkeln. Oder? Mit den Schenkeln hat es einfach immer länger, also viel länger in der Fritteuse. Oder? Und mit den Brüsten geht es einfach extrem schnell. Für das brauchen wir jetzt noch einen Tempura-Teig. Jetzt habe ich noch ein bisschen Eiweiß. 4 Stück. Ja? Einfach ein bisschen aufschlagen. Da haben wir einfach ein bisschen Mehl drin. So, schauen wir mal, ob das schon langt. Heisst nur Eiweiß und Mehl. He? Da könnt ihr jetzt alles noch drin tun. He? Da könnt ihr drin tun. Da ich mit den Knoblauch, Tandoori-Gewürz, irgendwelche Thai-Pasten. Also, was ihr wollt, he? Was ihr Lust habt. Der Teig hebt alles aus. Dann noch ein bisschen Limette, Zitronenabrieb drin. So. Ja, 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 ja. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Mehl braucht es noch. So. Ja, jetzt kommt er gut. Warum mache ich jetzt erst einen Tempura-Teig? Das hat einen Grund. Ich tue jetzt das Boulet nachher schneiden. In den Tempura-Teig, also mehlen, ein bisschen stäuben, dann in den Tempura-Teig rein. Und nachher noch ein Paniermehl reinwälzen. Der Tempura-Teig ist dazu da, dass wenn er das Öl berührt, das Eiweiß, verschließt er komplett, macht eine schöne Hülle drumherum um das Backhändel. Der Saft bleibt drin. Und außen haben wir das Panierbrot ultra kross. Trick 77, würde ich sagen. He? Dann stellen wir unsere Pfanne schon mal
auf. So. Dass wir richtig schön heißes Öl haben. Habe ich einfach Sonnenblumenöl, das man ultra hoch erhitzen kann. So. Jetzt machen wir das so. Dann schneiden wir das einfach so. Grob beieinander. Die Haut nehmen wir weg, weil die wird so labbrig. So. Machen wir ein richtig grosses Stück. Dass es richtig saftig bleibt auch. So. Wie viel sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grosses Team. Bulle ein bisschen würzen. Salz. Pfeffer. So, Ärmel hinterher. Jetzt gibt es Sauerei in der Regel. So, dann muss man so. Seht ihr? Einfach solche Stäube. Dann in den Burrata reinlegen. Schlaue Leute legen die Händchen an, um das zu machen. Aber ich bin ja noch, nur Koch. Von dem her. So wäre ich Banker geworden. Nein, nicht Banker. So, schön untereinander machen. Wunderschön. Ein bisschen abstreifen, dass nicht allzu viel von dem Teig da dran ist. Das ist früher, wenn du mit Knetsch spielst. Pure Sauerei. Aber es macht einfach Spass. Da. Dann wollen wir unser Boulé wenden. Tipptopp. So, so. Braucht man ein bisschen. Die Hause wäre wahrscheinlich jemand schon vorgekommen, fünfmal von den Kindern. Bin ich fertig? Jetzt macht mein Team hier auch. Sie können einfach nichts sagen, weil sie hinter der Kamera stehen. Wenn ihr die Fritteuse habt, könnt ihr das natürlich auch in der Fritteuse machen, ohne Probleme. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, das wird spitze, sage ich euch. So, dann haben wir unseren Herdöpfelsalat. Den können wir jetzt eigentlich finishen. Da, schaut mal schnell. Die Gurken, seht ihr das? Hinten wieder Saft. Was er für einen Saft gegeben hat. Den leeren wir jetzt ab. So. Und das Ganze da hin. So. Ich höre es schon wieder. Das ist kein richtiger Herdöpfelsalat. Da ist kein Mayonnaise dran. Ja, das stimmt. Schau mal. Schau mal. Richtig schöne. Schöne Erdbeersalat. Und natürlich ist schon. Das sieht gut aus da. Dann anrichten. Erdbeersalat. Richtig schön schlotzig. Schön der Geschmack von der Gurke und von den frischen Kräutern. Da, Zitrone. So. Hier ein bisschen salzen. So. Dann. Yes! Und das ist. Da brauchst du kein Ketchup dazu, da brauchst du keine Mayonnaise, keine Tartarsauce, nichts dazu. Weil der Herdöpfelsalat ist so saftig und so. Einfach das mit dem Essen zusammen, ein bisschen Zitrone drüber. Ich kann
meine Kinder total verstehen. Das ist er. Der Erdäpfelsalat nach dem Rezept von meiner Familie. Ich hoffe, er schmeckt euch. Mit dem Backhändel dazu. Super kross. Also, nicht nur die Kinder werden euch lieben. Das Rezept findet ihr unten eingeblendet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Kuchler. Die Kochsendung Kuchler ist Ihnen präsentiert worden von Bishack Kochibau, V-Zug und L-Bau und wünscht Ihnen einen guten.